Ich glaube, der Sieg war verdient, auch in der Höhe verdient. Mich freut vor allem, dass wir zu Null gespielt haben und dass wir eigentlich zu jeder Phase des Spiels das Spiel wirklich unter Kontrolle hatten. Und ja, die Jungs haben all die Punkte, die wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben, heute umgesetzt. Wir wollten mutig spielen, wir wollten Spielfreude zeigen, wir wollten schnell umschalten nach Balleroberungen und all diese Dinge hat die Mannschaft heute umgesetzt. Und deswegen war es natürlich ein wunderschöner Abschluss für uns dieses Fußballjahres. Dass in dieser Mannschaft unheimlich viel Energie steckt und dass sie wirklich auch, ja, auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen klingt, aber sie spielen wie Freunde, ja, und sie verhalten sich auch im Lehrgang so, und das hat man heute einfach gespürt, dass hier wirklich ein echter verschworener Haufen zusammengespielt hat, aber nicht wie ein Haufen gespielt hat, sondern schon auch, ja, auch mit dem klaren Plan, die Dinge umzusetzen. Und ja, deswegen, ich habe ja gesagt, wenn wir alle Mann an Bord haben, dann können wir jeden Gegner schlagen und das Spiel heute hat es wieder bestätigt. Deutschland hat genug Einzelspielerqualität. Wenn man sich alleine heute mal anschaut, wer gar nicht zum Einsatz kam oder nur ganz kurz gespielt hat, das sind alle Spieler, die in ihren Vereinen absolute Leistungsträger sind und Stammspieler. Deswegen bleibe ich dabei. Das ist keine Frage der Einzelspielerqualität, sondern am Ende ist es ein Mannschaftssport und Julian ist trotzdem, auch wenn er noch jung ist, erfahren genug und clever genug, um in diesen anstehenden 4 Testspielen bis zur Euro dann auch noch an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Davon bin ich überzeugt. Also für mich ist Deutschland eine von 6, 7 Mannschaften, denen auf jeden Fall zuzutrauen ist, dass sie mindestens mal bis ins Halbfinale kommen.